Lomi-Lomi-Massage hört sich gut an, oder? Ich kann jetzt noch nicht sagen, wie sich das anfühlen wird, aber gleich. Ich habe eine 90-minütige Lomi-Lomi-Massage gebucht, von der ich jetzt noch nicht weiß, was mich erwarten wird. Im Internet findest du natürlich Erklärungstexte, sanfte Streichungen mit Dehnungen. Und genau diese Dehnungen, da bin ich drauf gespannt, weil ich habe in Thailand mal eine Massage gemacht, wo die junge Frau auf mir rumgelaufen ist. Das fand ich so ein bisschen... Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, was mich jetzt gleich erwartet und was ich dann berichten kann von der Lomi-Lomi-Massage. Herzlich willkommen zur Lomi-Lomi. Lomi-Lomi ist ein hawaiianisches Ritual, wird heutzutage noch auf Hawaii praktiziert, wird dann gemacht, wenn ein Übergang da ist, ob das jetzt das Mädchen zur Frau wird, der Junge zum Mann. Oder wenn die Tochter in die Ehe geht, macht es die Mutter heutzutage noch auf Hawaii als Ritual, dass sie rein in die Ehe geht. Bei uns hier im Westen ist es eher so, dass es für die Entspannung dient und zum Loslassen. Loslassen, ganz wichtig, man schickt oder man formiert sich einen Gedanken, was man haben möchte, was man nicht mehr haben möchte, irgendetwas, wo man einen Übergang hat, wo man sagt, okay, das wäre mir jetzt ganz wichtig, legt man gedanklich in die Muschel, wir suchen dann auch noch eine Muschel aus und dann einfach loslassen. Ganz wichtig, generell das Leben kommt, wie es kommt und die Lomi begleitet einem dorthin, dass man einfach auf dem Weg zum Loslassen. Oh, das haben Sie aber schön erzählt. Jetzt muss ich mal gerade... Filmen, auch Sie sehen direkt hawaiianisch aus, ne? Das machen Sie jetzt speziell für diese Massage, genau. Legen Sie... Wir machen jetzt das nur für die Massage, damit man auch ein bisschen Bewegungsfreiheit hat. Ich habe dann Öl bis oben hin, weil einfach auch die schönen Untergriffe da sind. Ganz viel mit Öl, wir haben mal ein spezielles Lomi-Öl mit Kokos- und Zitrusduft, also ganz was Feines. So, und jetzt sagten Sie, man legt etwas in die Muschel. Das ist jetzt die Muschel, die hier vorne liegt? Nein, das ist eine von den drei Muscheln, die Sie sich dann aussuchen dürfen. Es geht auch hauptsächlich immer um das Herz. Es ist immer das Herz mit dabei, auch bei der Massage. Und das wäre jetzt eins von den drei Muscheln, die Sie dann jetzt sich aussuchen dürfen. Das legt man dann unter das Kopfteil und... Die Gedanken kommen rein und Sie kriegen dann die Muschel mit nach Hause. Also da lege ich jetzt meinen Wunsch gleich rein. Genau. Dann lege ich jetzt meinen Wunsch in die Muschel und lege mich auf diese wunderschöne, bequeme Liege. Fangen wir erstmal oben an mit dem Einöl. Lomi, Lomi. Man sieht's wieder mit viel, viel Öl. Als erstes durfte ich mir eine Muschel aussuchen, meinen Wunsch da reinlegen und die wurde dann unter das Kopfteil gelegt. Start war in Bauchlage, das Laken war schon geölt, also so ganz vorsichtig draufgelegt, weil sonst ist man auf der anderen Seite schon wieder runter. Also meine Haut duftet jetzt noch wunderbar nach Aprikose mit einem kleinen Hauch von Kokos, sehr, sehr angenehm und viel, viel warmes Öl. Man sollte sich dabei nicht bewegen, also nicht irgendwie gegensteuern, auch nicht versuchen mitzuhelfen. Und dann lag mal ein Arm so runter oder die Beine zum Beispiel wurden schön auseinandergestreckt über die Liege gelegt. Und auch Dehnungen, also so in Bauchlage und dann den Fuß und Unterschenkel so in Richtung Po, sodass das am Oberschenkel schon ein bisschen gezogen hat. Das gehört in der Lomi-Lomi dazu. Also Dehnungen, zum Beispiel auch hier nachher im Brustbein. Boah, das war das Einzige, was richtig wehgetan hat, habe ich hinterher auch gefragt und gesagt, ja, da stecken ganz viele Emotionen drin. Und wenn man das in Richtung Therapie macht, dann fließen da auch häufig die Tränen in. Im Normalbereich macht man das eher so zur Entspannung, aber trotzdem kann das dann wehtun, weil wir dehnen uns hier viel zu wenig. Ne? Wir sitzen so den ganzen Tag so gebeugt an der Tastatur, meistens so in dieser Haltung und wir sollen uns viel mehr aufdehnen. Bei meinen Waden hat sie gefragt, ob die schmerzen, weil ich habe halt Wadenwaden und sie hat
mit dem Unterarm hauptsächlich massiert. Also weniger mit den Händen, sondern mit den Unterarmen, sodass sich das manchmal ein wenig anfühlte, wie mit dem Nudelholz massiert. Auch teilweise schon recht fest, also immer über die glatte Muskulatur drüber. Nicht viel in den Muskel rein, sondern eher über die glatte Muskulatur drüber, sodass die Dehnungen zustande kamen. Und was ich auch sehr angenehm fand, so oben und unten, ne? Also eine Hand auf dem Körper, eine Hand unterm Körper und dann so teilweise von oben von der Schulter bis fast zum Po mit den Armen. Also eine sehr, sehr berührungsintensive Massage. Das muss man mögen, weil derjenige, der massiert, kommt einem dann schon sehr nah. Kann man sich vorstellen, ne? Von oben mit den Armen bis unterm Po, da ist das Gesicht, ne? Fast an Gesicht. Aber überhaupt nicht unangenehm. Man muss es dann eben nur zulassen können. Also wer sagt 90 Minuten intensive Massage? Und das war dann so ein, es war fast so ein bisschen wie so ein Tanz. Ne? Also der Therapeut macht dann so ganz große fließende Bewegungen. Sehr, sehr schöne Geschichte. Also wenn du dir mal was ganz Besonderes gönnen möchtest, dann kann ich die Lomi Lomi sehr empfehlen. Und wie gesagt, den Wunsch in die Muschel legen, aber nicht mehr dran denken und loslassen. Und ich bin jetzt auch ganz losgelöst und mache, glaube ich, jetzt nochmal einen Saunagang, einfach nochmal, um zur Ruhe zu kommen, noch mehr zur Ruhe zu kommen. Also ich bin auch fast eingeschlafen zum Schluss. Ne? Dreimal habe ich mich dabei erwischt, dass ich ganz klein ein bisschen so geschnorchelt habe. Aber ich bin nicht eingeschlafen. Aber immer dieser Moment davor. Und kennst du das? Dieser Moment kurz vorm Einschlafen, das ist nochmal eine sehr, sehr schöne Sache, also finde ich super entspannt. Also wenn man es bis dahin schafft, dann tut eine Massage richtig, richtig gut. Das soll sie auch. Sie soll entspannen und ja, flutschig und rutschig, aber gut. In diesem Sinne, Lomi Lomi, Aloha!